Jawohl. Probier's. Hey und herzlich willkommen zur fünften Folge vom Minecraft-Projekt Galaxy Race. Servus. Jo. Also wir werden heute euch zeigen, was wir hier aufgebaut haben. Und es wird heute sozusagen ein kleines Update-Video werden, was hier geschehen ist sozusagen. Genau so ist es, ja. Ja, da. Das Figi Castle CGA erst gerade seit jetzt, weil wir uns gerade eingeloggt haben. Genau. Bis gestern her. Mhm. Und der Steve hat anscheinend da einen kleinen Mobcatcher gebaut. Anscheinend auf XP. XP-Farm. Mhm. Und da stehen unsere Solar-Panels und ein Windrad für Strom. Eww. Und das ist uns an, was das ist. Das sind anscheinend Slime-Haustiere. Ja. Ich so in der Richtung, ja. Keine Ahnung, was die können. Aber das schaut interessant aus. Aber anscheinend vom Mars. Dann unser Haus, was der Steve und der, wie heißt der andere? Freaker. Der Freaker baut haben, 4 GB Kisten. Ja, schaut sehr schön aus, oder? Man merkt nicht, dass da ein paar Creeper explodiert sind. Aber laut wieder repariert, die Flecken. Mhm. Da haben wir ein paar elektrische Öfen und Maschinen. Die alles unsere Items verwerten, aufwerten, zerschreddern. Dann ist da ein kleines Lagersystem schon entstanden für jegliche Ressourcen. Mhm. Und da draußen haben wir eine kleine Apfelfarm mit Äpfel und da haben wir eine Tierfarm mit Hühnchen, Kühe und Schafe. Oh. Jetzt kommst du gleich. Ja, die Flagge natürlich. Unsere Flagge, ja. Jetzt gehen wir zu unserer schönen Farm, oder? Ja, es ist. Das halten wir zwar uns auf und haben unsere Farm bis jetzt da aufgebaut. Also, da kriegen wir Osmium, Eisen, Gold, Lapis Lazuli, dann Tin, Redstone, Kupfer und Essen Kartoffeln. So ist es, ja. Also ziemlich volle Rohstoffe, was wir brauchen. Da haben wir eine kleine Sprenganlage mit einem Energiecube gemacht. Die macht das, dass er schneller wächst. Und da züchten wir gerade noch ein bisschen die Silverweed hoch. Und da unten sieht man eben, dass man eben Erze braucht, damit das Overall wächst. Und das einzige, was wir nicht geschafft haben, ist Tinohr, aber das haben wir eh fast. Jo. Genau. Da werden unsere ganzen Seeds gelagert in den Kästen, was man eigentlich im Nachhinein eh nicht mehr braucht. Ja, und ich würde sagen, jetzt gehen wir noch kurz zu unserer Kaufstation. Das ist jetzt die Kaufstation. Mhm. Das sind die Items, was man kaufen kann. Ah, ja, wir haben die alle. Aber die haben wir alle, die brauchen wir eigentlich alle nicht, bis auf Dirt vielleicht, wenn wir mehr brauchen. Da kann man sie eben Lava und Öl für die Rakete kaufen und da muss man eben die Credits eintun, um zu zahlen und der Admin regelt das noch, ob alles passt. Jo. Und um die Rakete da drüben, um die kümmern sich die anderen zwei, das sind eher die Techniker, die haben da schon eine NASA-Workbench und schon eine Tier 2 Rakete, früher war es nur Tier 1, das heißt jetzt können wir schon zu mehr verschiedenen Planeten fliegen. Und wird dann jetzt schon schnell kaputt. Wir müssen halt viel Öl kaufen, damit sie das ausgeht. Aber ansonsten passt alles. Und das ist, glaube ich, das Portal zum Mars, oder? Ja, ich glaube. Es hat der Steve noch gestern mal oben gemacht, aber wir waren selber noch nicht drinnen. Wir waren da gerade nicht online. Ja, genau. Aber wollen wir mal reinschauen? Kurz. Kurz, ja. Wir haben ja eigentlich alles gesagt, oder?
Nein, wir brauchen gar nichts, oder? Wenn wir nur kurz drin sind, oder? Achso, wegen der Luft. Ja. Achso, wegen der Luft kennen wir uns noch nicht so wirklich aus, wie das funktioniert, aber das machen wir heute. Mal kurz einen Sneak Peek. Ja, einen Sneak Peek. Oxygen-Status ist invalid. Warning. Warning. Ey, wir verlieren. Ich verliere ein bisschen Herz, auf ja. Leben. Oh, Lord, ist das? Ist das? Hey, ich glaube, das ist Luft da. Wo? Oxygen Bubble Distributor. Das macht anscheinend eine Luftbubble da. Ah ja, ich verliere kein Leben in der Bubble. Mhm. Oh, die Bubble wird wieder klar. Oh, ne? Jo, das haben wir jetzt auch zum ersten Mal erst. Das ist jetzt unser erster Eindruck auf den neuen Planeten. Das ist eben, wie schon gesagt, der Mars, soweit ich richtig liege. Also auf jeden Fall Mars Surface Block oder Rock. Anscheinend haben sie da schon die Maschinen dafür hinbaut, ziemlich cool. Ja. Unsere Fahne steht auch schon, das ist wichtig. Ja. Der Mars ist ein friedliches Gebiet, also da können wir mit anderen handeln und dürfen es nicht töten. Anscheinend ist da unten ein Außenposten, schau mal. Ja, schaut aber hier ab in das Abposten. Bei dir auch schon. Anscheinend haben sich schon ein paar andere daher gesiedelt. Aber ich glaube, das dürfen wir nicht auf dem Planeten erobern, sozusagen. Das dürfen wir nur auf anderen Planeten. Habe ich eigentlich schon mal das Planetensystem gesagt? Ja. Wie macht man das am besten? J. J. Und dann? So, M. M. Ah ja, genau, auf M. Da sieht man die ganzen Galaxien. Das ist natürlich die ganz normale. Und da gibt es noch viele andere. Wir sind auf. Dann, wo ist denn eigentlich unsere? Jetzt weiß ich es gar nicht auf so nicht. Ist aber nicht so wichtig, aber nur, dass ihr das mal gesehen habt. Jo. Ich würde mal sagen, es reicht für heute. So. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Update wie gefallen, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.